Guten Abend, Frau Merkel. Ja. Mein Name ist Patrick Pronk. Ich komme aus Worpswede. Und Frau Merkel, ich lebe seit 10 Jahren mit meinem Partner zusammen. Und es ist eigentlich immer unser großer Wunsch gewesen, die Möglichkeit zu bekommen, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Und diese Möglichkeit ist in Deutschland aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, ob Sie für oder gegen ein Adoptionsrecht sind für gleichgeschlechtlich lebende Ehepaare. Und wenn Sie dagegen sind, warum? Also es versteht sich, glaube ich, von selbst, dass ich erstmal gegen Diskriminierung bin. Ich weiß, dass in den Partnerschaften die gleichen Werte gelebt werden. Wir haben auch jetzt ja eine ganze Reihe von Gleichstellungsanerkennungen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue mit der völligen Gleichstellung. Wir haben die Sukzessivadoption. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ja für richtig erklärt und für rechtlich notwendig. Ich persönlich, und ich weiß, dass wir da nicht übereinkommen, ich habe schon mit vielen Menschen auch darüber gesprochen, werde jedenfalls nicht selber einen Gesetzentwurf einbringen für eine komplette Gleichstellung für die Adoption. Ich weiß, dass das für viele gleichgeschlechtliche Paare schwer ist, aber ich bin mir einfach da nicht ganz sicher, ob wir nicht versuchen sollten, dann die Adoption hier nicht so gleichzustellen wie in Paaren von Männern und Frauen. Aber aus welchen Gründen? Also ich weiß, dass Sie es nicht wollen, aber ich kann jetzt nicht nachvollziehen, was genau Ihre Gründe sind, warum Kinder bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften nicht genauso gut aufwachsen. Ich denke, das ist ja auch eine kontroverse Diskussion. Es geht um die Frage des Kindeswohls natürlich in solchen Beziehungen und um die geht es immer, um die Frage des Kindeswohls. Aber um die geht es uns auch. Ja, na, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Und trotzdem, ich mag ja jetzt auch manch einem etwas veraltet daherkommen. Das muss ich jetzt einfach aushalten. Ich finde nur, dass, wenn ich darf, auch nicht aus meinem Denken hier einfach etwas verschweigen. Ich tue mich schwer damit. Und ich weiß, dass ich damit auch Menschen ihre Wünsche nicht erfülle. Und es kann auch sein, dass durch die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, durch die Rechtsprechung sich das dann so entwickelt. Ich werde, das sage ich Ihnen nur ganz offen hier, einen solchen Gesetzentwurf von meiner Partei aus nicht einbringen. Dann stellen Sie Ihr Familienbild der CDU und Ihre eigene Meinung meiner Meinung nach über den Gleichheitsgrundsatz. Das Bundesverfassungsgericht wird dazu ja eine Entscheidung treffen. Ich verstehe Sie ja gut, dass Sie sagen, Sie fühlen sich genauso wie Eltern, die Mutter und Vater sind. In der Adoption würden die Kinder genauso aufwachsen. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo das geschieht. Wenn der Gesetzgeber dann die völlige Gleichstellung von Ehen aus Männern und Frauen mit Partnerschaft von Gleichgeschlechtlichen macht, ist das trotzdem gegenüber den Kindern schon nochmal ein Schritt, bei dem ich nicht die Allereinzigste in Deutschland bin, die sich damit etwas schwer tut. Und lassen Sie es uns bei der Offenheit einfach bestehen und dann lebe ich damit, dass ich mich da noch etwas schwer tue. Ich muss Sie das jetzt fragen. Sie müssten auch Ihrem Bundesaußenminister Westerwelle diesen Wunsch abschlagen. Ich habe mit SPD, Grüne, FDP wollen. Ich will jetzt nicht aus privaten Gesprächen sprechen, aber Sie können davon ausgehen, dass ich nicht nur jetzt Ihnen so rede, sondern wir haben in der CDU die Gruppe der Lesben und Schwulen. Und die haben mit mir schon sehr, sehr harte Diskussionen genau über diese Fragen geführt und gesagt, warum nehmen Sie uns das Schönste, wollen Sie uns nicht geben, was man haben kann. Und ich bin unsicher, was das Kindeswohl anbelangt. Und diese Unsicherheit möchte ich einfach auch zum Ausdruck bringen dürfen, ohne dass ich jemanden diskriminieren möchte. Danke. Fragen ins Publikum. Wir hatten zum Beispiel noch keine Fragen zu Syrien. Das ist sicherlich ein Thema.